Oh, der ist schon wieder hier. Und damit kommt Trick zu Pokémon. Hart Gold. In dieser Folge werden wir ja weiter mit der Story machen. Mit Postgame. Denn in der letzten Folge haben wir Arenaleiterin Misty besiegt. Und kommen wir jetzt weiter. Wir müssen ja alle Routen hier abgeklappert haben. Wir haben Route 9. Glaube ich, also Route 9 bis Route, keine Ahnung, Gott. Schon gemacht. Wir haben die Wasserroute noch nicht. Wir hatten Route 19. Schreibt in den Kommentaren, wenn ihr was berichtet. Route 19. Route 20, die Seeschauminsel. Route 20. Zinnoberinsel. Route 21. Alabastia. Route 1. Vetania City. Route 2. Vetania Wald. Diktas Höhle, Amoria City und Route 3 und Mondberg. Das müssen wir alles noch nicht gemacht haben. Sprich, einmal bereist haben. Aber wir gehen heute zu, hier ist es, glaube ich, ja, Orania City. Und gleich schneide ich kurz, muss Lautstärke hochdrehen. So, jetzt kommt die Musik in voller Pracht. Ich weiß, das hätte ich schon vor lang machen können. In Route 11. Das Relax aufwecken. Diktas Höhle. Relax Augen springt plötzlich auf, ist es wach. Direkt dran, Puls. Die Überreste. Rantanz. Anstoß. Achso, jetzt muss ich schauen, welcher Attack physisch überhaupt ist. Von Drago. Das war knapp, Bro. Das können wir doch jetzt mal machen. Speziell physisch, wusste ich. Ich will das Relaxor. Vergiss das. Jetzt will ich es doch nicht mehr haben. Du kannst jetzt sterben. Ich wollte noch nicht rein. Ich brauche noch neue Hypertränke.
Ja, ich übertrinke auch. Hyper, Alter. Die sind mir alle draufgegangen gefühlt. Nur die Misty. Aber das heißt, wir müssen die Route noch sichtbar betreten. So gut. Ja, die Anfangsroute. Ist Burger Feuerrot und Blattgrün. Stimmt. Nee, Wasserblau oder wie es hieß. Blattgrün klingt aber viel cooler. Jetzt Wasserblau. Müsste Wasserblau heißen. Wir haben hier Hauptschutz. Ganz wenig nur. Was willst du? Da ist plötzlich eine ganze Art von Dicta aus dem Boden gesprungen. Mann, das war vielleicht ein Schock. Kraxler. Kraxler baut man. Route 2 und ein Carbon. Diktas Höhle. Eine Aprikoko Pink. Nun sieh sich einer das an. Ich hatte schon so lange keinen Besuch mehr. Das macht mich überglücklich. Du siehst wie ein cleveres Kind aus. Hier, das ist ein Geschenk. Ein Nugget, was ich sehr viel Geld verkaufen kann. Das ist ein Nugget. Ich kann dir keine weißen Ratschläge mitgeben, das hier muss ausreichen. Na gut. Bist du Spiky? Du bist eigentlich, wartet in seinem Labor in Alabastia auf dich. Ja, genau. Er wollte, dass ich dir das hier gebe, wenn ich dir irgendwo begegne. Ich habe es für dich aufbewahrt. Zauberrasche. Die Zauberrasche ist ein wirklich sagenhaftes Item, das deine Pokémon heilt, wenn sie gerade K.O. sind. Was? Zur Hölle. Du musst ihn ein bisschen hören, der schnell stirbt. Aber nach Tau auf keinen Fall. Der ist sehr defensiv. Nördlich nach Marmora City, südlich nach Vatania City. Ich bin wie ein Wegweiser, was? Ich freue mich auch gerade was. Route 2. Schilde mit Elixier. Och man, ich will finden, dass ich sogar noch zurückkomme. Sehr Schneider. Ich weiß schon zweimal, dass Pokémon hier sind. Komm mal. Raupi auf Level 3. Nächste Teil. Aber zu schwach. Letztes Teil, dass noch die Level 2, 3 auf Pokémon hier sind. Route 2. Nördlich nach Marmoria City. Vatania City. Willkommen in Vatania City, dem Tor zum Indigo Plateau. Ey, du da. Warte mal, hör mich gefälligst zu. Ich sehe vielleicht alt aus, aber als ich noch jung war, war ich eine ziemlich große Nummer mit dem Pokéball. Nimmst du mir das ab? Ja, gerne. Na eben, was noch sonst? Natürlich nimmst du mir das ab.
Hätte ich denn Nein sagen sollen? Was ist denn passiert eigentlich, wenn man Nein sagt? Kommen wir jetzt mal prüfen. Nein, wirklich. Was, du ungezogene Rotznase? Wenn ich nur etwas jünger wäre, würde ich dir schon zeigen, wo es lang geht. Lol, aber das stimmt in den ersten Pokémon-Generationen. Was war der hier? Bis vor kurzem gab es in dieser Arena keinen Leiter. Aber jetzt hat ein junger Mann aus Alabaster die Posten übernommen. Aber er ist gerade nicht da. Wer das wohl ist? Ist das Ash Ketchum manchmal? Ja, ist nicht. Ash Ketchum gibt's ja hier nicht mal im Spiel. Denkst du dir denn auch immer mit Spitznamen für dein Pokémon was? Ne, das Tauschen von Pokémon macht mehr Spaß, wenn die alle interessante Spitznamen haben. Nee, mach ich nicht. Ja, ich mir auch welche geben. Habitat. Fratzi. Rat. Wie ist das? Habi. Habibi, kann man jetzt im Prinzip sagen. Das hier sind Habi und Habitag. Ein Habitag. Und Fratzi, ein Radfratz. Okay, Facepalm. Trainerhaus. Der Club, in dem die Top-Trainer kämpfen. Ah ja, dort war ich noch nie drin. Wird mal Zeit, das mit euch machen. Zum ersten Mal, bleibt. Aber erst bin ich. Ich habe auch noch nie die Routen alle abgeklappert. Heute ist das erste Mal gewesen. In diesem LP. War schon auf der Zinnoba-Insel. Das ist ein Boy. Sind die tief im Süden. Das weiß ich. Der Arena-Leiter dieser Stadt ist extrem cool. Hast du ihn schon mal live getroffen? Das ist schon. Live-Interview schon gemacht. Ja, gerne ein paar Übertränke brauch ich mal. Ja, ich hab noch genug. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Was? 161.910 Poké-Dollar. Bin echt sparsam. Ja, da muss ich mir natürlich gönnen. Top-Schutz. Er will nicht nach oben gehen. Jetzt. Top-Schutz kaufe ich mir natürlich dann. Das ist jetzt zu viel. Hallo, auf zu backen. Komm. Nicht Rest, nee. Mehr brauche ich erstmal nicht. Bin auch gut versorgt. Ja, wollen wir es heute noch? Nee, sieht vorhin aus. Der Club, in dem die Top-Trainer kämpfen. Ah, ja. Mein großer Traum ist es, Arenaleiter zu werden. Schön. Ich hoffe, das wirst du. Gen 9 Release. Ein neuer wurde zum dritten Arenaleiter aus Kanto. Offensichtlich wurde die Pokémon Arena auf der Zinnoba-Insel zerstört. Ich frag mich, was wohl aus Pyro dem Arenaleiter geworden ist. Wir werden ja vielleicht noch rausfinden. Vor langem hat der Arenaleiter von Vitania City eigentlich herum. Ich wollte ihn doch herausfordern. Wird wohl erstmal nichts draus. Ja, demnächst wird es auch legendäre Pokémon geben werden. Bald ist es schon so weit, dass wir die legendären Pokémon farmen werden. Und das wird kein Spaß.
Ich habe gehört, dass hier über den ganzen Britannia-Wald viele unsichtbare Items verstreut liegen. Schön. Zerstörer. Was machst du da? Ich bin aus Sonne eingenäht. Ich hatte einen ganz seltsamen Traum. In dem Traumato meine Träume ist. Hallo? Wo kommt die Term her? Da gefällt mir nicht, Mann. Hier nimm du die Term. Term 85! Die Term enthält die Attacke Traumfresser. Rate, wer hier eingesetzt hat. Ja, Jens! Oder war es Jens? Oder war es Sabrina? Jens? Auf jeden Fall hat irgendjemand schon mal Traumfresser eingesetzt. Route 22, war es nicht die 24? Früher, naja. Ein Habitat auf Level 5. Brauch ich nicht. Da ergreife ich die Flucht. Na, wen haben wir da? Guten Tag, ich bin Kamerad Zwebert. Wird Zeit für ein Erinnerungsfoto. Komm, schieß mal. Seid alle Cheese. Schreibt alle in den Kommentaren. Hashtag Cheese. Ausgezeichnet. War geil, oder? Pokémon Liga. Eingang Siegestraße. Was macht hier Nina hier? Ich bin gerade unterwegs, um Vater sein Abendessen zu bringen. Gehört man erstmal zu den Top 4, hat man Tag und Nacht jede Menge um die Ohren. Ach ja, wollen wir Telefonnummer austauschen? Hier befindet sie sich, denn es gibt manche Events an verschiedenen Tagen und Uhrzeiten gebunden. Und man kann alle Arenaleiter die Nummern bekommen. Hat einen Grund. Ich wusste jetzt nicht, dass Janina hier ist. Aber na gut. Wenn du mit mir kämpfen willst, dann ruf am Montagabend bei mir an. Tschüssi. Weil die Telefonnummern werden wir uns noch holen. Sag ich euch schon mal so. Nicht nur von Kanto, auch von den Johto-Arenaleitern. Wir haben uns die Nummer noch holen. Ich denke, nachdem wir mit Kanto fertig sind, werden wir uns die YouTube-Telefonnummern von den Arena-Leitern holen. Aber das wusste ich jetzt nicht. Es gibt noch einen Arena-Leiter hier, der aber aus Johto kommt, aber in Kanto ist. Das weiß ich erst so hier im zweiten Abteil. Ich werde mir die Telefonnummern von jedem notieren, wo die sich zu finden sind. Ich brauch die halt, ne? Die werden wir noch irgendwann brauchen. Dazu sage ich euch natürlich noch nicht. Wie viele Minuten? Dann gehen wir heute noch zu Kanto, würde ich sagen. In Britannia. In Alabaste gibt es einen sehr angesehenen Pokémon-Forscher namens Professor Eich. Route 1. Wir kommen erstmal auch andere Pokémon wieder trainieren. Jetzt hat man die Protein. Angriffswert von einem Pokémon bedauert. Die Angriffswert von N.P. Er hat so wenig. AP.
jetzt noch wichtiger. Läuterfeuer. Calcium Spezialangriff. Dank an Feuer-Pokémon. Das stimmt, Mario geht es nicht bei ihm. Also bei den Startern gehen die Tränke nicht. Also 5 bei Mario gibt es nicht. Dann nochmal Rainbow Bird. Carbon, Immunitätswert. Wer hat eine Schnelligkeit nötig? Lebrig eigentlich. Hat keine Wirkung, Erdwische Maximum Stat. Ich wollte Rainbow Bird, weil er hat es auch sehr nötig. Ja, wie geht's? Sonnenbonbon. Lauf mir noch rein. Komm, Lebri. Er ist halt neben Bernie am niedrigsten gelevelt. Zauberrasche. Ach so? Ich glaube, ich verstehe. Ich glaube, das ist kein Item zu tragen, wie ich gedacht habe. Belebt und erfrischt alle besiegte Pokémon. Also, den werde ich auf jeden Fall im finalen Battle des Let's Plays nehmen. Weil das ist das Schwierigste. Dann nehme ich die Zauberrasche, wenn 5 besiegt sind, Zauberrasche aktivieren, alle sind wieder belebt. Das ist eine geile Taktik. Das mache ich. Aber wir sind doch nicht da, um jetzt für den finalen Kampf uns schon vorzubereiten. Denn wir sind da, um noch die Arena uns zu holen. Oh shit, dort war noch einer. Kämpfen. In der Schule lernt man die Theorie, jetzt kommt die praktische Anwendung. Valentin. Ja, hier sind die Level ja niedriger. Da habe ich mir jetzt ausgesucht, ich nehme jetzt Lepri. Weil hier die Levels wieder niedriger sind. Das Levelkurve. Du müsst halt noch leveln, ne? Das ist das Ding, warum ich mich jetzt dafür entschieden habe. Tauboss. Perfekter Counter für Lebri. Mir ist eigentlich direkt One-Hit. KO. Oder. Good job. Es läuft wohl doch nicht alles so ab, wie es in Büchern steht. Doch, für mich schon, haha. Beste Taktik. Wenn sich zwei Turnier beginnen, heißt es sofort Ring frei. Björn. Du meinst für Surfer nicht? Gut gemacht. Electric. Bester Countdown für Bernie. Wir haben den auch lange nicht mehr gesehen.
Knochenharz. Ist gar nicht mal so doof. Aber ist es halt auch sehr effektiv. Darum auch K.O. Es hat ihm nichts gebracht. Es hat ja halt nichts gebracht, du. Nochmal Knochenharz. Das war klug. Aber du bist trotzdem ein Keck. Nicht. Och man. Das wäre so ein gutes Ende. Das bringt dir nichts mehr. Das wäre so ein gutes Ende. Oh nee. Hauptsache besiegt. Ah, schon wieder verloren. Du bist so trotzdem blöd gewesen. Egal was du mit den letzten zwei Pokémon angestellt hättest. Du hättest von Bernie besiegt worden. Hey, du hättest Glück gehabt. Ich hätte auf Electric weiterhin geblieben. Hättest du Lichtschild, Magma werden geschützt. Aber so nö. Absol. Ein Unlicht-Pokémon. Hat übrigens ein Kampf-Move aus der Bahn. Kommt, Trager hat mehr zu trainieren, Mann. Er braucht mehr. Falls du noch nicht wusstest, Drago entwickelt sich ab Level 55. Hört, er entwickelt sich schon fast. Der muss ich auch bei ihm jetzt trainieren. Das ist der Grund, warum ich sehr lange mit Drago jetzt trainiert habe. Weil ich will, dass sich auch weiterentwickelt. Simsala. Typ Psycho. Ich bleib weiterhin. Ich weiß, er ist noch sehr overpowered. Erstmal ernst nehmen. Aber trotzdem nur ein Kick. Ja, du warst stark, genau wie erwartet. Und warum hab ich nicht mehr nicht gesprochen? Ich kann's euch nicht sagen. Und wir sind fast mal wieder in Überlänge. Das macht doch Spaß. Oh, braucht auch bald mal wieder Training, ne? Den haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Dura, wie war's mit deinem Kampf? Ika. Dieser Knoss. Dich rasiere ich. Zack, kann ich besiegt sein, besiegt eigentlich. Die Pflanze. Sehr effektiv. Zack. Ist weg. Das Rad noch mit der Flor. Stami. Gleich dachte ich, wir haben Misty. Besonders ist Stami ja noch schwächer. Ich weiß, kann man schon einen Eisattack Eisstrahl. Trotzdem. Dranstoß wissen ist sehr stark. Hoffen.
Ich vertraue dir. Warte, das war dumm. Das war los. Ja. Das war los. Das war los. Ach Mann. Du Huren. Ich hasse sie. Ich hasse Stami. Ich will nur, dass sie Erfahrung kriegt. Ich will, dass Drago Erfahrung kriegt hier. Das war richtig lost. Das war lost. Sowas von. Auf höchstem Niveau war das lost. Ich denke, ihr wisst, warum ist ein spezieller Move, kein physischer. Warum auch ich immer, ich dachte, es war physisch. Wie gesagt. Schnell. Tinte. Ah, das war lost, dumm, keine Ahnung mehr. Schalte ihn einfach aus. Das ist sehr effektiv. Warum? Ich hab verloren. Ist sehr effektiv. Ich müsste noch einfach machen können. Ups. Aber wir sind jetzt echt bei Alabasia. Alabasia weiß die Farbe. Neuer Anfang. Anfänger. Ja, nächste Folge geht's weiter. Tschüss.